Damit darf ich Sie und euch sehr herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz zum Tag des Handballs. Tag des Handballs morgen am 26. Oktober in der TUI Arena und auch bundesweit in ganz Deutschland. Heute werden wir uns auf den Sport konzentrieren, auf die beiden Länderspiele der A-Nationalmannschaften, die morgen in der TUI Arena stattfinden. Die ist bereits seit Tagen mit voraussichtlich 9.967 Zuschauern ausverkauft. Wir werden beide Male wieder gegen Kroatien spielen. Länderkampf traditionell, mittlerweile traditionell Bestandteil vom Tag des Handballs. Die Hinspiele am Mittwochabend, Frauennationalmannschaft 21:21 gegen Kroatien, die Männernationalmannschaft 26:25 gewonnen. Um dazu alles Wissenswerte zu erfahren, auch in Verbindung mit einem Ausblick auf den morgigen Tag, haben wir hier zu Gast Frauenbundestrainer Henk Gruner, Kapitänin der deutschen Handballnationalmannschaft Kim Leitzinavicius, zu meiner Linken unser Männerbundestrainer Christian Prokop und den Kapitän der Männernationalmannschaft Uwe Gensheimer. Kleine Info vorab, zu allen allgemeinen Themen Tag des Handballs werden wir um 12 Uhr in der TUI Arena mit Marc Schober und Andreas Michelmann eine umfangreiche Pressekonferenz haben. Ja, damit geht es dann auch gleich zur sportlichen Sache. Henk, das Spiel 21:21 am Mittwochabend hast du sicherlich in der Zwischenzeit analysiert und auch gemeinsam mit der Mannschaft ein wenig aufgearbeitet. Was sind die wesentlichen Erkenntnisse? Ja, erstmal war nach dem Spiel eine große Unzufriedenheit mit uns und unserer Leistung. Wir haben gar nicht abgerufen, was wir können. Und was vor allem gefehlt hat, war die Umsetzung von Abwehr in Angriff, das schnelle Spiel, was wir in den Spielen davor immer gezeigt haben. Da haben wir zu drucklos gespielt. Wir waren auch in der Abwehr nicht aggressiv genug. Wir haben darüber gesprochen. Wir werden uns das heute auch im Video nochmal anschauen. Haben wir ausgewertet. Und das ist das Ziel für morgen im Spiel, auch mal diese Teile des Spiels besser umzusetzen und somit das Spiel auch auf eine ganz andere Art und Weise für uns zu entscheiden. Was sind denn die konkreten Aufträge dann für das Spiel morgen, die du an die Mannschaft gibst? Wollen wir jetzt ganz ins Detail gehen? Wir haben ein Fachpublikum hier, von daher. Das war deine Frage, aber gut. Ja, gut, was wir machen, wir müssen die Zweikämpfe eher und aggressiver angehen, als wir das in Kroatien gemacht haben. Wir müssen den Ball nach vorne tragen und schon schneller den Weg vorwärts suchen und da druckvoller einfach die Situation auch angehen. Wir haben da zu viel in der Breite gespielt, zu wenig in die Tiefe, nicht richtig auf die Lücken gegangen und mit zu wenig Durchsetzungsvermögen. Und gut, die Kroatinnen haben gut gekämpft, haben uns das Leben schwer gemacht, aber wir haben zweimal mit 4 Toren geführt, gute Chancen auch ausgelassen. Hätten das Spiel auch schon früher für uns entscheiden können, haben wir nachgelassen und dann wird man am Ende immer nicht belohnt. Und das ist eben, was wir morgen besser machen werden. Welchen Stellenwert werden diese 60 Minuten dann auch mit Blick auf die WM haben? Es ist erstmal das Spiel vor 9.967 Zuschauern. Ich denke, wir wollen da erstmal ein tolles Erlebnis daraus machen für die Leute, die kommen und gucken. Und gleichzeitig ist es wieder ein Spiel in Richtung nach Japan für die WM. Und da müssen wir uns da, wo wir nicht gut waren, verbessern und das, was gut war, nochmal ausbauen. Und dafür ist das Spiel wichtig. Und gleichzeitig ist es auch erstmal dafür da, dass es ein unterhaltsames Spiel wird für die Leute, die gucken. Kim, für dich wird das auch ein bemerkenswertes Länderspiel werden, denn unserer und aller Statistik nach wird es das 100. Länderspiel sein. Welche Bedeutung hat diese Marke für dich? Ja, doch durchaus schon eine große. Ich hatte natürlich gehofft, dass ich diese Marke schon ein bisschen früher durchbreche. Das ist mir leider in den letzten Jahren aufgrund meiner Verletzung verwehrt geblieben. Deshalb ist die Vorfreude für mich auf morgen natürlich noch mal ein bisschen größer. Welche Erwartungen hast du an das Spiel, sowohl was jetzt eure sportliche Aufgabe, sportliche Präsentation angeht, als auch an die Atmosphäre? Ja, ich glaube, die Erwartungen, die wir uns selbst setzen, sind schon sehr hoch. Gerade Henk hat es gerade gesagt, das Spiel in Kroatien, da haben wir nicht gezeigt, was wir können. Das wollen wir dieses Mal auf jeden Fall besser machen. Die Möglichkeiten für uns unter Wettkampfbedingungen zu spielen vor der Weltmeisterschaft sind gering. Deshalb wollen wir das Spiel natürlich optimal nutzen. Ja, und außerdem ist es für uns natürlich was Besonderes, vor so vielen Leuten spielen zu können. Uns ist durchaus bewusst, dass die Mehrheit der Menschen da wahrscheinlich eher erstmal wegen der Männer vorbeikommt. Und wenn wir es schaffen, da den einen oder anderen dazu zu bewegen, dann ist nächstes Mal auch ein Frauenländerspiel von uns zu besuchen oder auch natürlich ein Frauen-Bundesligaspiel. Ich glaube, da haben wir dann auch noch was Gutes getan und darauf freuen wir uns sehr. Christian, wie aufschlussreich war der Mittwochabend mit dem Spiel gegen Kroatien für dich?
Ja, also erstmal freuen wir uns auch auf Hannover, auf so eine tolle Kulisse. Wir haben in Kroatien ein bisschen mehr erwartet, mehr erhofft, was das Zuschauerinteresse anging. Waren dann leicht enttäuscht, um es vorsichtig auszudrücken, aber der Hallensprecher hat alles gegeben, dass das da richtig trotzdem eine lautstarke Auswärtsatmosphäre herrschte. Deswegen freuen wir uns, dass wir morgen Doppelländerspiel vor unserem Publikum bestreiten dürfen. Aber natürlich sind auch sehr viele kroatische Spieler hier zu Hause und sind in den Bundesligisten unterwegs. Also die werden nach dem Hinspiel dort sich auch freuen, hier ihre Leistung zeigen zu dürfen. Ja, wir haben einige wichtige Erkenntnisse sammeln können aus dem ersten Duell. Vor allen Dingen, dass gerade mit Beginn der zweiten Spielhälfte wir zu einer sehr guten Form in der Verteidigung gefunden haben. Gerade Hendrik Pekeler, Johannes Goller haben ihre Hauptangriffswaffe, nämlich das Kreisläuferspiel. Kroaten sind da sehr bullig und massig unterwegs, super verteidigt, sodass wir ihnen keine Möglichkeiten in der Phase gegeben haben, wirklich leichte Tore zu machen. Sie mussten sich alles brutal hart erarbeiten und wir haben dann das Tempospiel nutzen können für uns. Ein wichtiger Entwicklungsschritt, den wir weitergehen wollen. Und dann konnten wir uns absetzen und haben dann leider ein bisschen zu überhastet und zu schnell die Bälle verloren und dementsprechend den Gegner aufgebaut. Das Schöne ist, dass wir das Spiel gewinnen, dass wir mit der Drucksituation, ich glaube 0-6-Lauf oder 0-5-Lauf gab es gegen uns, dass wir das einfach schaffen, wieder Ruhe reinzubringen, wieder Klarheit reinzubringen und die Mannschaft sich am Ende mit ganz viel Konzentration und Engagement den Sieg holt, der in unseren Augen hätte höher ausfallen können, aber trotzdem waren wir erstmal mit der Erkenntnis zufrieden, gibt aber auch einige Aufgaben, die wir im zweiten Spiel auf jeden Fall verstärken müssen. Perfekte Überleitung. Henk hat schon detailliert auf seinen Aufgabenzettel blicken lassen. Was steht auf deinem für das Rückspiel morgen gegen Kroatien? Ja, für uns als Mannschaft erstmal ganz oben unsere Emotionalität und unser Teamgeist. Also das ist das Entscheidende, wie wir das morgen bringen. Packen wir das in die Abwehr, alles wieder zu investieren, uns den Kroaten richtig schwer zu machen, mit einer starken Torhüterleistung dahinter, dann werden wir für einen Sieg in Frage kommen. Schaffen wir das nicht, dann werden wir richtig Probleme bekommen. Das ist ein Punkt, dass wir diese Mentalität, dieses Feuer wieder als Team entfachen und da richtig reinbringen. Und das andere ist natürlich, dass wir im Angriffsspiel schauen müssen, ob sie uns eine 5-1 oder 6-0 Deckung anbieten und da genau einen Spagat hinzukriegen, entschlossen in Aktion zu gehen, aber gleichzeitig auch mal länger Geduld zu haben, um nicht gleich in den Abschluss zu kommen. Das ist aber ein kleiner Balanceakt, den müssen wir hinkriegen. Dafür haben wir noch jetzt unsere letzte Trainingseinheit und das Ziel ist, dass wir die Sache wiederholen. Patrick Winczek ist gestern Nachmittag zur Mannschaft gestoßen. Wie bereit ist er, um möglicherweise morgen beim Tag des Handballs mitwirken zu können? Ja, das kann ich schon natürlich öffentlich machen, dass Patrick morgen nicht zum Einsatz kommen wird. Da wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen. Er ist noch nicht hundertprozentig fit, was sein Knie angeht, aber eine ganz tolle Geste, auch von ihm. Wir haben nicht so viele Tage auf dem Weg zur Europameisterschaft. Er ist hierher gekommen zur Mannschaft und unterstützt das Team, also auch vor und auch rund um das Spiel herum. Hat auch mit Johannes und mit Peke ein Austausch, gerade was die Verteidigungssituation bei uns 6-0, 3-2-1 angeht. Darüber sind wir sehr dankbar, aber zum Einsatz wird er nicht kommen. Luka Witzke ist leider auch abgereist, natürlich wird aber morgen aller Voraussicht nach zum Spiel als Zuschauer dazu stoßen. Ja, das sind die Personalien, alle anderen sind fit. Danke für die Infos. Uwe, ich traue mich gar nicht, dich zu fragen jetzt vor diesem Länderspiel, ob es dort ein besonderes Kribbeln gibt. Ich habe aber einen guten Grund, das zu tun. Morgen wirst du deinen 33. Geburtstag feiern. Ist das dann doch mit einer gewissen Aufregung, mit diesem berühmt-berüchtigten Kribbeln vielleicht vor dem Spiel verbunden? Da könnten ja 9.967 Zuschauer was machen. Ja, zunächst mal die größte Geburtstagsparty, die ich hier geschmissen habe, glaube ich, dank dem DHB. Für Essen und Trinken hat auch der DHB gesorgt, danke dafür. Ansonsten bin ich mal gespannt, ob die Zuschauer sich was einfallen lassen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich
bei einem Lehrgang meinen Geburtstag feiern darf oder muss, wie man das auch immer nimmt. Aber ja, ich bin das schon gewohnt. Ist ja meistens die Nationalmannschaftsfenster Ende Oktober. Deswegen wird es daher nichts Neues für mich. Das habe ich schon öfter erlebt. Aber mit so einem, mit so einer Unterstützung, mit so vielen Zuschauern, mit so vielen Gästen, ist es das erste Mal. Vielleicht nochmal direkt zurück zum Sport. Wie hast du die bisherige Lehrgangswoche, insbesondere das Spiel am Mittwochabend, erlebt? Und auf welchem Weg siehst du die deutsche Handballnationalmannschaft in Richtung EM? Ja, wir haben die Lehrgangswoche eigentlich so begonnen und haben uns nochmal darauf eingestimmt, auf das, was Christian eben auch schon gesagt hat, und uns bewusst gemacht, dass wir eigentlich nur noch 2 Wochen vor unserem ersten EM-Spiel haben. Und das erste Spiel haben wir jetzt hinter uns und haben eigentlich die ganze Woche über da auch sehr fokussiert und konzentriert an unserem Spiel gearbeitet. Wir wussten, dass gegen Kroatien im Spiel sehr, sehr viel auf die Kleingruppenarbeit ankommt, weil da sind die Kroaten richtig stark im 2 gegen 2, im Kreisläufer und im Weiterspiel. Und das haben wir von der Deckung her ganz gut gelöst, finde ich, über 60 Minuten hinweg. Und haben auch im Angriff eine ansprechende Leistung gezeigt, auch wenn es da natürlich noch einige Dinge gibt, die man noch verbessern kann. Und das wollen wir morgen umsetzen. War also, um es nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, eine schöne Bestätigung jetzt auch für den weiteren Weg, dieser erste Schritt? Ja, ein erster Schritt war es auf jeden Fall. Kroatien ist alles andere als eine Laufkundschaft, sind immer ein Kandidat bei den Großturnieren fürs Halbfinale. Und da wollen wir uns logischerweise auch sehen. Deswegen sind es jetzt 2 ganz, ganz wichtige Spiele mit gegen ein Team, das zur Spitze dazugehört. Und wir müssen einfach weitermachen und weiter immer unser Spiel verbessern, die Kleinigkeiten, die diese engen Spiele dann bei so einem Turnier entscheiden können, noch mehr automatisieren, und bislang läuft es recht gut. Letzte Frage von hier oben an beide Kapitäne. Die Nationalmannschaften sind ja seit Montag gemeinsam unterwegs, von Frankfurt aus nach Zagreb geflogen. Wie hat dort der Austausch stattgefunden? Wie gut ist, seid ihr miteinander ins Gespräch gekommen? Und ja, schildert mal bitte die Eindrücke der bisherigen gemeinsamen Nationalmannschaftswoche. Kim. Ja, für uns ist es natürlich was Besonderes. Ich glaube, die Kommunikation war von Anfang an gut. Viele Spielerinnen und Spieler kannten sich auch schon vorher so gut, dass es da kein vorsichtiges Abtasten oder so mehr geben musste, sondern dass da von Anfang an gleich eine gute Kommunikation da war. Wir Mädels haben es natürlich genutzt, die Jungs ein bisschen über Japan auszufragen, da ja, die Männer da ja letztes Jahr schon mal waren und wir uns da ja jetzt im Dezember auf den Weg hin machen. Deshalb ja, glaube ich, dass wir da beide ein bisschen von profitieren konnten, auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen natürlich, dass sowas öfters stattfinden kann. Uwe, bitte. Ja, am Anfang war es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil wir uns am Flughafen getroffen haben und jeder ging so seinen Weg. Ist jetzt nicht so oft, dass wir diese Situation haben, aber dann hatten wir noch einen kurzen Austausch, so wie es Kim gesagt hat. Die Mädels hatten alle Angst, dass es in Japan kein gutes Essen gibt. Da habe ich sie mal beruhigt, also bei uns war das alles top. Und ja, es ist schön, wenn man sich mal so über den Weg läuft und sich ein Stück weit austauschen kann, denn wie gesagt, so oft gibt es die Möglichkeit nicht. Gut, dann erstmal vielen Dank bis hierhin. Es gibt sicherlich noch weitere Fragen von Ihnen und von euch. Das Mikrofon müsste in der dritten Reihe sein und kommt per Handzeichen. In der letzten Reihe ist die erste Frage, bitte. Ich hätte eine Frage an Herrn Prokop. Sie haben ja in Kroatien auf der Position Rückraum-Mitte einiges probiert, verschiedene Spieler da gebracht. Es gibt ja auch verletzte Spieler oder Martin Strobel, der vielleicht wiederkommt. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, wieso Ihre Gedanken sind, wer da spielen soll oder wer sich da abwechseln soll, auch in Richtung der Europameisterschaft? Ja, Sie sprechen es an. Also gerade auf der Rückraum-Mittelposition sind wir leider aufgrund von Ausfällen sehr gebeutelt aktuell, ob man da Martin noch dazu rechnet oder auch Simon Ernst, den es da tragischerweise erneut erwischt hat, auch ein Tim Sutong beziehungsweise ein Marian Michalczyk. Also es sind schon ein paar Spieler, die zentral da wegbrechen, das darf man nicht vergessen. Wir haben mit Fabian Wiede einen Spieler, der vor allen Dingen ja durch eine enorme Spiellesefähigkeit, Kreativität,
Übersicht, Zusammenspiel mit dem Kreis besticht. Und das sind alles Dinge, die ein Rückraum-Mittelspieler mitbringen sollte. Das macht er hervorragend. Deswegen gehört ihm dort auch die meiste Spielzeit und wird morgen auch ein wichtiger verlängerter Arm sein. Aber wir werden dort eine Mehrfachlösung anstreben. Also auch Paul Drucks, der gerade die Aufstellung mit Julius Kühn, mit Franz Semper in der zweiten Halbzeit hervorragend geleitet hat, wird dort Spielzeiten bekommen. Und auch ein Kai Häfner, auch wenn er im Verein dort seltener spielt, wird dort rein rotieren. Also eine Mehrfachlösung auf Rückraummitte. Weitere Fragen bitte? Ich kann auch unsere Frank Heike ziehen zum zweiten Mal. Bitte schön, das Mikrofon noch einmal in die letzte Reihe. Ich kann darüber hinaus auch unsere Sponsoren und Partner, die wir heute auch zu Gast haben, auch sonst sehr gerne ermutigen, falls sich noch eine drängende Frage aufbaut, die sehr, sehr gerne zu stellen. Die Gelegenheit ist einzigartig. Frank, bitte. Das geht nochmal an Herrn Prokop, hat jetzt nicht nur mit der Nationalmannschaft zu tun. Es gab ja drei prominente Kreuzbandrisse jetzt leider in der Bundesliga, inklusive Simon Halt. Leiten Sie daraus irgendwas ab? Kann man da... Ja, wie soll ich sagen? Also gibt es da irgendeine Antwort drauf, warum sowas passiert? Nee, die können Sie jetzt leider von mir nicht bekommen. Erstmal an allererster Stelle sehr tragisch für jeden einzelnen Betroffenen. Und es sind aber unterschiedlichste Gründe einfach, die dazu führen. Und da sollte man jetzt auch vorsichtig sein mit allgemeinen Pauschalaussagen, die man da trifft. Ich freue mich natürlich gerade, dass wir durch eine sehr gute Woche im Moment gekommen sind. Es waren intensive Tage, es wird heute noch intensiv sein, sodass wir den Weg richtig gut nutzen. Und den habe ich ja vergessen, mit Luca Witzke, ebenfalls noch ein Perspektivspieler auf Mitte, der leider das Pech bei uns im Training gezogen hat. Aber wir haben halt auch eine Kontaktsportart, wo viele Dinge einfach nicht so vorhersehbar sind. Das ist leider so. Weitere Fragen bitte. In Reihe 2 haben wir eine Frage. Das Mikro kommt. Ja, ich habe mal eine Frage auch an den Bundestrainer Christian Prokop. Wir müssten mal über das Spielsystem sprechen. Torhüter raus in Unterzahl hat gegen Kroatien auch nicht so gut geklappt, oder? Haben Sie gut beobachtet. ist auch ein Thema bei uns natürlich. Man muss sich immer vorstellen, das letzte Länderspiel, was wir jetzt so zusammen hatten, ist schon fast 5-6 Monate her. Weil vielleicht können Sie sich erinnern, Israel-Kosovo-Vergleich war schon ein sehr großer perspektivischer Kader, der dort zum Einsatz kam. Wir haben also die Polen-Länderspiele das letzte Mal gemeinsam bestritten. Deswegen ist die Woche für uns auch enorm wichtig. Und natürlich gibt es dauernd hier mal ein Abstimmungsproblem, aber das ist wichtig, dass das in so einem Spiel passiert, dass wir jetzt die richtigen Erkenntnisse daraus ziehen, und die heißen, dass natürlich noch mehr Klarheit zum einen rein muss, was man dort spielt, wenn das Tor frei ist, zum anderen aber den Spagat, den ich ansprach. Man muss aufpassen, dass man mit Überzeugung in Aktion geht und gleichzeitig nicht zu früh, weil es einfach auch clever ist, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, gerade wenn das Tor leer ist. Diesen Spagat können die Spieler noch besser, und das haben wir gerade in der Situation einfach in der 50. Minute übertrieben und sind hektisch geworden. Und nochmal, ich bin erstmal froh, dass wir es dann trotzdem wieder umgewogen haben, aber jetzt wollen wir daran arbeiten, neben einer 5-gegen-6 Lösung auch die 6-gegen-6 Lösung besser hinzukriegen. Und damit wandert das Mikrofon wieder in die letzte Reihe, bitte. Dario Quenstedt war nicht wirklich glücklich mit seinem Abend in Kroatien. Mussten Sie den aufbauen oder hat er das schnell weggesteckt? Oder wie sehen Sie da jetzt generell die Situation auf der Torhüterposition vor dem Spiel jetzt? Ja, ich bin erstmal zufrieden, dass die Spieler dort auch selbstkritisch sind und nicht irgendeine Fassade aufbauen, sondern er hat sein Spiel dort reflektiert. Er muss nicht zu kritisch mit sich sein, wenn man sich das richtig anschaut. Natürlich kann man 3-4 Paraden, wo er aber genau in der richtigen Ecke ist, wo er das richtige Feeling hat, noch dazu halten, dann wäre es eine richtig starke Leistung gewesen. So hat er uns aber auch wichtige Paraden gegeben in dieser Schlussphase. Wenn Sie den Linksaußenwurf nochmal
sich dort vor Augen führen. Der war aus einem sehr großen Winkel. Oder auch das Zusammenspiel gegen Stepančić in dem letzten Moment war einfach Block-Torwart gut gelesen. Also ich war nicht unzufrieden mit, aber ich weiß auch, dass er da sich noch steigern kann. Und sie bringen beide eine gute Trainingswoche hier aufs Parkett. Und jetzt werden wir sehen, wie morgen dann die Leistung hinter einer funktionierenden Abwehr ist. Das ist das A und O, dass wir den Teamgeist auf die Platte bringen, um die Abwehr zu stärken. Ich mache mich auf die Suche nach weiteren Fragen. Falls dem jetzt so fürs Erste nicht mehr der Fall sein sollte, dann darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen und euch bedanken und wünsche dann eine große Vorfreude auf den Tag des Handballs vor 9.967 Zuschauern. Das hat gerade einer abgesagt. Das heißt, dann haben wir noch die Chance, den berühmt-berüchtigten letzten Platz zu füllen. Ich wünsche Ihnen und euch frohes Schaffen. Wir sehen uns morgen ab 11 Uhr wieder in der TUI Arena, 12 Uhr wie angekündigt, Pressekonferenz mit Marc Schober und Andreas Michelmann. Vielen Dank und frohes Schaffen noch. Und für den Fotografen noch einen Hinweis. Wir haben hier noch ein gemeinsames Motiv des Podiums. Machen wir den Klassiker mit Ihren Tab. Hier oben stehen bleiben, nach unten kommen. Zur Seite mit Wir sind Handball, das lösen wir. Danke. Danke.